Hallo und willkommen zurück zu einer neuen The Forest-Folge. Wieder mit dem Micha natürlich. Jo. Und ja, wie ihr seht, wir haben nach dem letzten Mal, nachdem wir die Hütte gerade noch fertiggestellt haben, bevor sie uns fressen, schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich habe hier mal einen kleinen Garten errichtet, wo wir irgendwie die erste Blaubeerpflanze da reingesetzt haben. Michael hat sich ein Häuschen gebaut, ein Baumhaus. Ja. Meinen Zuschauern zeige ich das auch gleich. Ich loote hier gerade so ein bisschen durch das eingeborene Lager. Ja, damit er mich schön verrecken lassen kann, wenn sie uns verfolgen, indem er die Leiter hochzieht oder das Seil. Ja, er hat vor allem keine Leiter genommen, sondern Seil, weil er genau weiß, dass ich zu dick bin, um da hochzukommen. Du Schuft. Nein. Ich bin ja auch so viel dünner. Im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Micha ist ein Schildkrötenmörder, wie man hier sehen kann. Beziehungsweise er hat ihr einfach den Panzer geklaut. Sozusagen. Hat sie mir geliehen. Regenauffangbecken. Und hier hängen ein paar Beinchen, ne? Frische Schenkel und so, ein paar Köpfe, ne? Zum an der Luft trocknen. Ne? Geht ja nichts über luftgetrocknete Salami. Hm. Genau. So, und jetzt laufe ich mal. Ja, was ist doch so? Luftgetrocknet, ich bin immer gut. Jetzt laufe ich mal zu Micha. Also wie gesagt, wir haben hier gesehen, oder ihr seht hier, dass hier irgendwie wieder so ein Lager ist von den Kannibalen oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich gehe jetzt mal zu Micha, der hier hinten ja irgendwie noch im Looten ist. Was haben die denn hier aufgehängt? Die haben hier übrigens auch Frischfleisch aufgehangen. Das ist ja schon mal schön. Lecker. Da hinten ist der Micha. Hier schön zur Abschreckung. Kopf auf Spieß. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Los ist immer gut, kann man auch Seile draus bauen. Hallo Micha. Hallo. Bescheißt mich schon wieder mit irgendwas. Ich meine, er bescheißt mich schon wieder mit irgendwas. Ey, Echse, hier bleiben. Halt. Ah. Im Lauf die Echse getötet. Ich bin so ein guter Survival-Typ, ey. Mein Scherz. Der Koffer. Michael lässt die Kleidung immer liegen, die nehme ich damit. Hallo. Was denn? Wo bist du? Hier hängen Herrschaften übrigens. Oh, guck mal. Geh mal davor, dann macht er irgendwie die Passagierliste, ne? Ich habe einen Passagier gefunden. Okay. Ich kann den hier irgendwie nur. Nee, vor den hier musst du mal gehen. Okay. Also da hat er bei mir Passagierliste abgehakt. Ja, hat er bei mir auch gemacht, ja. Stand unten irgendwie Found Passenger, ja. Hui! Wo kommt Ellen her? Er hat CDs irgendwie umgekehrt. Ich hab da ein Problem. Ein mittelschweres. Danke dir. Bitteschön. Hilfe. Habe ich noch Medizin? Nee, natürlich nicht. Ich habe kein Aloe. Das ist doch echt total doof. Ich habe noch nie Aloe gehabt, glaube ich. Oh, Junge. Irgendwie kann ich den nicht abnehmen, den Arm. Oh, ich habe die ganze Zeit die Menge getragen. Ja, ich schleppe hier auch irgendwie gerade einmal durch die Gegend. Noch gleich ein kleines Feuerchen bauen, wenn wir gleich wegen der Knochen und allem, wenn wir nämlich gleich verbrennen. Ja. Was können wir tun? Geworfen. Brennen, du Sau! Das sieht doch lecker aus, wie die Därme hier ausfallen.
keine Mets in den Dings. Das ist echt ärgerlich. Oh, hier ist ein Galgen. Mal das Seil mal einsammeln. Was hängt denn hier? Komm mal bitte her. Ich habe hier zwei, ja, Tennisspieler. Tennisspieler? Ja, die haben Tennisschläger auf dem Kopf oder so. Das ja. Sieht komisch aus. Das sieht allerdings sehr komisch aus. Ja. Ich würde aber vorschlagen, dass wir langsam wieder in Richtung zu Hause laufen, weil das wird schon wieder so dunkel. Ja. Und dunkel ist immer nicht gut. Hier sind lauter Tennisspieler. Ja. Lauf in die Richtung mit den zwei Häusern. Ja, genau. Jo, das wird sich ja irgendwann aufteilen, ne? Nee, das eine ist ja mit... Nein. Ach so, so rum. Ja, zwei Häuser war mein Baumhaus, genau. Ich muss den Leuten mal mein Baumhaus zeigen. Genau, mach das, bevor es richtig dunkel wird. Ich laufe schon mal los. Diese armen Tennisspieler tun mir ein bisschen leid. Hier läuft einer rum. War doch gerade im Schatten. Ich bin doch nicht bescheuert. Nun ja, die Meinung geht auseinander. Wird aber auch schnell dunkel hier, du. Ja, erschreckend, ne? Ja. Feuer ist bestimmt auch schon wieder aus. Oder nicht? Irgendwas, was wir da drauflegen können? Ja. So, hier ist mein Baumhaus übrigens. Das sieht man, ich werde hier nochmal irgendwann ein Feuer vorbauen, damit man es ein bisschen besser sieht. Erstmal essen wir nochmal eine Kleinigkeit hier. Und ich kletter dann schon mal hoch. Wollt ihr jetzt eigentlich. So, gestärkt, dann kann ich jetzt auch ins Haus. Ich kletter dann mal hoch. Pff, ich sehe das Seil gar nicht mehr. Würde mich auch beeilen an deiner Stelle, weil es ist, da könnten kommen schon wieder welche. So, Home Sweet Home, meine Herrschaften. Ja. Da laufen die mit. Wieso haben die Licht? Wann haben die Licht? Taschenlampen dabei, oder? Ja, anscheinend. Ja, ich würde aber sagen, solange das dunkel ist, sollen wir vielleicht ein kurzes Folgen-Break einsetzen, oder? Wie siehst du das? Brauchen ja nicht wieder die Dunkelheit durchlaufen zu lassen, ne? Nee. Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, bis das wieder hell wird. Bis gleich. Jo. So. Und jetzt sind wir nochmal ganz kurz hier wieder zurück. Es ist zwar immer noch dunkel, aber ich finde das so wahnsinnig interessant. Angsteinflößend, wie sich die Herrschaften da an Olaf seiner Hütte zu schaffen machen. Das Problem ist, ich bin in dieser Hütte drin. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, bau dir ein Baumhaus. Aber ja, es hat ihm keine Zeit mehr. Wir haben eben in der Folgenpause einen, also jetzt ohne Scheiß, einen markerschütternden Schrei, der hier durch die Walachei, wo wir also beide fast ein bisschen Schiss gekriegt haben. Das war wirklich, ja, also ohne Witz, der war echt heftig. Ich glaube, also man sieht die hier vom Fenster vor. Die klettern auf meine Hütte. Ja, hallo? Ja. Aber zum Teil sind sie gut ausgestattet. Manche haben Taschenlampe dabei, schauen scheinbar. Ja, anscheinend. Da hinten läuft er mit dem Licht über dem Kopf. Gut, aber wir machen jetzt noch wieder eine Pause, bis das gleich wieder hell wird. Bis gleich. So, und jetzt seht ihr, der Morgen dämmert quasi. Ja, ich frühstücke mal eben. Genau, wir frühstücken mal. Ich genieße mal eben kurz die Aussicht hier aus meiner Hütte. Ich meine, so schlecht ist die nicht. Die komischen Schreihälse sind auch weg. Wieder ein bisschen Hütte reparieren hier. Ein bisschen Baumharz habe ich ja noch. So, jetzt mal eben hier an die frische Luft. Ein bisschen strecken hier.
Wobei, geschlafen habe ich ja nicht wirklich. Dafür hatte ich zu viel Ködel in der Büchse. War auch ein bisschen laut zum Schlafen. Ja, das ist wohl wahr. So, hier mal wieder ein bisschen im Garten pflanzen. Hier läuft, da ist doch einer. Du kommst hier jetzt her, ich hau dich um. Ich hau dich um. Das ist mir... Bleib jetzt liegen. Ah. Geht doch nichts über Frühsport am Morgen, nicht wahr? So, der Kopf ist ab. Die Beine sind auch aufgesammelt. Feuer ist natürlich aus. Aber wir machen das mal eben wieder an. Hä? Hey? Geht nicht wieder an? In einer Zeit geht es auch manchmal kaputt. Das bist du aber eigentlich. Ja, ich hatte den Typen noch getragen, deshalb. Ihr wolltet da ja gerade raufschmeißen, so als Frühstück. So, hier sieht man jetzt mein Baumhaus auch nochmal so ein bisschen in der Helligkeit. Wo ist unser ganzes Essen? Das ist alles weggefressen? Ich habe da überhaupt noch gar nichts von genommen. Das wären wohl die gewesen sein, oder was? Vielleicht haben sie deswegen mal so geschrieben, weil es so gut geschmeckt hat. Ich habe keine Koken mehr und kein Nix mehr, ey. Ich hab auch nix. Kann hier aber nochmal wieder ein paar Beine ranhängen. Auch irgendwie eklig ist da zu essen, aber... So, wir können mal in deiner Hütte eine Snackbar bauen, weil da können wir dann nämlich die Snacks drin lagern. Jetzt ist Feuer aus. So eine Scheiße. Die bauen wir mal erstmal bei dir drin. Da ist ein bisschen mehr Platz als bei mir. Nehmen wir mal wieder ein neues Feuer. So. Das Fleisch drauflegen hier. Jetzt bei dir drin noch mal 8 Baumstämme. Okay. Weil das Gute ist, dann kann man dann nämlich mal die Snacks, die Schokoriegel und Coke und sowas, kann man ein bisschen lagern. Kann sich nämlich auch jeder nehmen dann. Ja, das Wasser einfach nicht mag. Naja, sagen wir, magst du Leitung oder Flusswasser oder Bachwasser? Kommt mal drauf an, ne? Nicht lecker gewesen zu sein, aber hau dich um den Baum. Diese ganzen Voodoo-Zeichen hier weg. Oh. Gewitter. Glaub, Götter sind sauer auf mich. Bitte ist wieder repariert. Hier ist regnen, aber ich sehe es nicht. Ja, doch, sieht man. Doch, jetzt ja. Regnet nur bei dir an der Hütte, also du hast die Götter erzählt. Ja, ja, ich habe auch gerade diese ganzen voodoo-magischen Figuren eingerissen. Was ist denn sowas? Ja, weil du es kannst, ne? Zum Beispiel. So, fertig. So, und jetzt kann man hier nämlich mit C... diese Sachen da so ein bisschen, also was man so hat, ne? Achso. Dann nimmt das keinen Rucksackplatz mehr weg.
Und so Rasenvieh passt da nicht drauf, aber zumindest mal so. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für Medizin. Medizinkabinett. Du machst das. Du machst das und ich, ja. Hier hin. Oh, wieder 6 Stämme. Ah! Dach. Brauchst du Hilfe? Nö. Oh Mann, ey. Ich habe leider nur 3 Federn. Aber ich brauche eigentlich mehr. Hast du schon Vögel getötet? Hast du schon Federn oder was? Ja, gleich am Anfang hatte ich ja irgendwie welche, aber da habe ich nur 3 Federn. Oh, Hilfe! Ich schmeiß doch den Viech weg! Hast du hält er den Toten die ganze Zeit fest und greift nicht zur Waffe, weißt du? Aber nur einen Stick in der Hand, merke ich gerade. Oh Gott, wo kommt der denn her? Bleib doch liegen, Junge, ist doch besser für dich. Gott. Ein Drama. Hä? Wo sind unsere Dings? Hä? Ich weiß auch nicht so genau. Hat wohl jemand niedergerissen. Hast du es kaputt gekloppt? Nee, eigentlich nicht. Soll's brennen. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Sauerei. Allerdings. Fassbar. Hast du noch 9 Sticks? Hast du noch 9 Sticks in der Tasche? Nee. Hab nur noch 2. Lass mal eben das Medizin-Dings zu Ende bauen. Ja. Wie viel brauchen wir denn dafür noch? Noch 5. Jetzt ist es. Also hast du das Ding wieder aufgebaut? Ja, noch nicht. Es fehlen ja noch Sticks leider. So, ja. Jetzt bin ich auch wieder. Gerade ein bisschen irritiert, haben die das eingerissen oder so? Hören die das? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Lebenszeit, aber offensichtlich ist es ja weg und irgendjemand muss es ja. Oder einer von uns hat da aus Versehen. Ja, das kann durchaus auch passieren. Das geht schnell mal, dass man da versehentlich drückt. Wo ist die Feder hin? Hier war eben eine Feder. Also.
Mann. Ein Drama hier. Ein Baum brauchen wir noch. Wo ist denn hier schon wieder? Wer schreit hier schon wieder rum? Ich habe alle meine Medizin hingestellt, ja. Ach, da hast du viele gehabt. Ja, gut. Nur eine. Aber gut. Hey, du Vogel. Eine Feder da gelassen, Vogel. Ärgerlich. Braucht auch Federn. Okay. Habe ich mich anscheinend im Schlamm gewälzt oder so? Wie schwebt ein Baumstamm in der Luft? Sowas? Was es nicht alles gibt? Ja, ich sehe ihn auch. Gut aus. Er hält schön die Balance. Frisches Beinchen hier. Fresh Leg. Gott. Medizin genommen. Bin ja auch wieder fit. 4 Federn. Ich brauche nur noch eine 5. Was soll er denn? Was bauen wir denn hier? Ein nicht ausgehendes Feuer oder was wird das? Nee, nicht ausgehend nicht, aber halt ein Feuer. Das Bein ist ja schon ganz grün. Ich brauche was zu essen. Dringend. Wieso werden denn die Beine nicht fertig? Dauert denn das so lange? Dass hier auch immer alles den Berg runterpurzeln muss. Der kann da nicht einfach mal liegen bleiben. Schieß mal den Ast da oben ab, hätte ich was gesagt. Ach je. Alter, ich kann nicht weiter mal, wie sie was zu essen hatte, ey. Ja, dann gut, da sind ja Snacks in der Hütte. Ja, aber die Snacks will ich dafür nicht verschwenden. Beine müssen irgendwann mal durch sein hier.
liegt ein altes Bein. Ich muss auch schon ruhig lassen, sonst bin ich gleich down. Und ich hatte sogar noch Schoko in der Tasche. Okay. Und die sind nicht zerschmolzen. So, 4 Sticks brauchen wir noch. Aber dass diese Beine hier nicht fertig werden, das macht mich echt ein klein bisschen. Hattest du dich schon so gefreut auf frisches Bein heute Abend, ja, ne? Ja. Ich kann mir das richtig vorstellen. Schön medium gebraten. Aber war wieder nix. Ja, ich denke, wir sollten aber so in der nächsten Folge dann irgendwann auch wirklich mal losgehen und ein bisschen die Gegend weiter erkunden. Und uns jetzt im Moment, ich meine, das Lager ist ja schon mal so nicht schlecht. Aber... Ach, das ist eine Quelle für Sticks hier. Ah, auch gut. Aber dass wir zumindest auch mal wieder ein bisschen weiter erkunden. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Allerdings würde ich das, wie gesagt, sagen, machen wir in der nächsten Folge. Insofern kommen wir jetzt dann langsam wieder zum Ende. Wir werden die Nacht dann noch im Lager zubringen, würde ich sagen. Ja. Und dann, ich mach mal an. Jo. Junge, Junge, das ist aber, das Feuerzeug will ich auch haben. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es bringt euch weiterhin ein klein bisschen Spaß. Ja, ich bedanke mich auch. Kann eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Denkt immer dran, immer im Wechsel, einen Tag hier, guckt es euch auch bei Olaf an, da seht ihr mal seine Perspektive. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss und lass Olaf das letzte Wort. Ja, bleibt mir ja nicht viel zu sagen. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da und auch gerne Kommentare, falls ihr irgendwie ne, Tipps oder so noch habt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Ich kletter hier nochmal eben hoch. Tschüss.